Hallo und herzlich willkommen bei Invest in Grow. Mein Name ist Christopher. Ja, gute Neuigkeiten, und zwar starte ich heute eine Case Study für dich. Ich werde eine automatische Kampagne im Amazon Advertising starten in einer Evergreen-Nische auf dem deutschen Markt. In dieser Nische bin ich bereits seit 2019 vertreten und ich habe jetzt gestern nochmal 10 neue Designs hochgeladen und ich werde sie ab heute bewerben. Erstmal mit einer automatischen Kampagne. Und ja, wir springen einfach erstmal mal ganz kurz in meinen YouTube-Account. Und zwar, ich möchte noch Danke sagen an 792 Abonnenten. Ja, vielen lieben Dank, großes Danke dafür. Falls du immer noch kein Abonnent bist, dann ist jetzt deine Chance, meinen Content zu unterstützen und meinen Kanal zu unterstützen. Denn circa 40% sind, glaube ich, immer noch keine Abonnenten von mir, obwohl sie meine Videos schauen. Ich habe auch in der Vergangenheit also 4 Stück Werbevideos gemacht, wo ich auch erkläre oder darauf eingehe, was meine Erfahrungen sind, was die Grundlagen im Amazon Advertising PPC sind, gerade im Hinblick auf das T-Shirt-Business, wie ich Gebote anpasse und wie für mich so optimale Gebote aussehen könnten. Also schau da gern mal vorbei. Meine älteren Videos sind natürlich immer noch brandaktuell, weil so alt sind die auch nicht. Ja, gerade mal 2 Monate. Ich werde auch des Öfteren über Instagram angeschrieben, wie ich denn das und das vielleicht verändern würde, warum das und das bei denen vielleicht nicht funktioniert. Mithilfe, ja, dieses Videos werde ich oder den kommenden Videos werde ich das eben so ein bisschen aus dem Weg schaffen und dich direkt mitnehmen. So, also wie gesagt, ich habe gestern 10 neue Designs hochgeladen in einer Nische, die ich dir jetzt nicht verrate, sondern es ist eine deutsche Evergreen-Nische und die Designs, die sehen alle so aus, dass sie einen Spruch haben mit jeweils einem Vektor. Dieser Vektor ist auch von Wexels, also den habe ich da runtergeladen, beziehungsweise meinen Designern eben zur Verfügung gestellt. Und meine Designer, die erstellen dann dementsprechend eine Gesamtkomposition mit der entsprechenden Font von Creative Fabrica. Und ja, bringen das sozusagen in ein Gesamtbild, stellen das fertig, laden es mir hoch und ich lade es dann selbst hoch auf Amazon. Da starten wir jetzt. Und zwar, wir befinden uns jetzt in meinem Mergeflow-Account. Eine Datenbank an sich. Und ihr seht auch hier, ich habe 35 Designs in der Nische. Ich habe hier diesen Titel schon eingegeben, nachdem ich jetzt sortiert habe. Und mit diesem Titel, eben mit diesem Wort, habe ich hier auch schon 35 Designs online. Ich sortiere das Ganze jetzt mal nach Date Created. Und zwar habe ich ja schon gesagt, ich habe es gestern hochgeladen. Das sind 10 Designs am 11.11. Das heißt, ich markiere mir die jetzt alle und exportiere die hier. Und habe die jetzt in meiner Zwischenablage. Und jetzt gehe ich mit dir gemeinsam meine Amazon-Konsole und starte mit dir eine Sponsored Product Ad. Hier gehen wir jetzt weiter. Warum ich das mache, das habe ich auch schon in anderen Videos erklärt. Ich starte jetzt direkt mit der Autokampagne mit dir und wir nennen diese Autokampagne Case Study 2021. Und es bietet sich immer an, auch ein automatisch dahinter zu schreiben oder ein manuell. Einfach, dass du auch aus Kampagnensicht sozusagen siehst, okay, um welche Kampagne handelt es sich. Und es bietet sich auch an, das in Portfolios einzugliedern. Ich habe auch eine Portfoliostrategie, die verschiedene Lebenszyklen sozusagen der Kampagnen darstellt. Das ist jetzt hier ein bisschen durcheinander verwurschtelt sozusagen, aber eine neue Kampagne, also gerade die Autokampagne, die starten bei mir immer in der No-ACoS-Phase. Also No-ACoS Auto. Kann ich dir auch empfehlen, so eine kleine Struktur aufzubauen, einfach nur, um auch die Übersicht zu haben. Und sobald sie aus dieser No-ACoS-Phase sind, also schon ein bisschen gewinnbringender werden, das sind meistens dann die manuellen Kampagnen, die starten auch in der No-ACoS-Phase, aber dazu später mehr. So, wir starten jetzt erstmal in der automatischen Kampagne. Ich möchte auch nicht zu weit ausschweifen. Mit einem täglichen Budget von 5 Euro, das ist mein Standardgebot für eine normale Kampagne mit 10 Designs in einer Ad Group. Ich mache nur eine Ad Group für die ganze Kampagne. Das heißt, hier befinden sich gleich 10 Standard-T-Shirts in einer Ad Group. Ich mache das Ganze automatisch und in Down Only. Also ich möchte nicht, dass hier beispielsweise Up and Down, dass hier nochmal 100% aufgeschlagen werden in Top of Search. Sondern ich bin eher der Fan auch in den automatischen Kampagnen, dass ich hier wirklich in Down Only gehe. Das heißt, mein Maximalgebot, was ich jetzt gleich eintragen werde, es wird nicht überboten, sondern ich bleibe immer drunter. Und in dem zweiten wäre es dann eben der Fall, dass hier eben nochmal ein Aufschlag gegeben werden kann.
Sobald die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es hier zu einer Conversion kommen könnte, also aufgrund der Datenlage von Amazon. Und das sind im schlimmsten Fall, also oder im besten Fall, je nachdem, 100%, die hier aufgeschlagen werden auf dein Standardgebot. Das heißt, wenn du 30 Cent bietest und Up and Down machst, dann könntest du bis zu 60 Cent bieten auf Top of Search. Und ja, das ist schon relativ teuer. So, jetzt als nächstes werde ich die Produkte hinzufügen. Ich habe die Asins ja gerade in der Zwischenablage und ich adde die jetzt ganz einfach. Das siehst du hier, an den Ad-Group-Namen verändere ich nichts. Ja, du kannst es auch Standard-Shirt nennen, wie auch immer. Aber das spielt jetzt hier nicht mit rein, sondern ich starte jetzt hier. Ja, dazu kann ich auch was sagen, und zwar im Close-Match. Das sind meistens die Gebote, die sehr nah an deinem Listing dran sind. Wir befinden uns in einer Autokampagne. Und diese Autokampagne habe ich auch vom Listing her so aufgebaut, dass sie optimiert ist für Werbekampagnen. Das bedeutet, ich habe hier keine Frühlingsgedichte im Listing drin, sondern ich bin schon sehr, sehr fein granuliert in meinen Bullet Points, sage ich mal, also auch in meinen Longtails, dass ich wirklich auch diese Keywords raussuche, die Kunden wirklich suchen, wonach wirklich auch ein Suchvolumen besteht. So. Und ja, dieses Close Match, das bedeutet eben, dass ja, das, was der Algorithmus aus meinen Listings liest, dass das sehr nah dran ist. Also hier werden zum Beispiel auch im Close Match werden auch Plural wird hier mitgenommen. Das heißt, hier biete ich generell ein bisschen mehr. Ich nehme ungern gerade Zahlen, sondern ich präferiere ungerade Zahlen. Denn die meisten, die ja anfangen in diesem Gebotsgeschäft, sage ich mal, in Amazon PPC, die machen irgendwie 5er Schritte oder 10er Schritte, das heißt 10, 20, 30, 40, 50 oder 25. Also du verstehst, glaube ich, was ich meine. 25 ist natürlich auch eine ungerade Zahl, sondern ich würde dann eher eine 26 nehmen. Oder statt 30 würde ich eher 31 nehmen. Oder statt, ja, ich glaube, das war es schon, statt 20 nehme ich eben 21. Oder statt 20 nehme ich 19. Ja? Also je nachdem, in welche Richtung ich möchte, von wo ich eben angreifen möchte, in welchem Korridor. So, das heißt, ich starte hier im Close Match jetzt erstmal ganz entspannt mit 31 Cent. Das war vor einem Jahr noch anders, da war ich vielleicht noch bei 24 Cent, 25, 26 Cent. Und genau, jetzt im Loose Match, da gehe ich natürlich ein bisschen weiter runter. Da starte ich jetzt einfach mit 26 Cent. Substitutes wird auch ab und zu noch ausgespielt, kann auch wichtig sein, würde ich auch tendenziell erstmal mitnehmen in den Autokampagnen, weil da kommen auch sehr, sehr oft sehr lukrative Keywords bei raus. Und aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Hier gehe ich jetzt einmal auf 21 Cent und Compliments wird meistens nicht ausgespielt. Ich setze es trotzdem mal auf 18 Cent, also auch ein bisschen niedriger. Könnte ich genauso auf 21 Cent setzen. Meistens habe ich Compliments und Substitutes sowieso auf einer Ebene. Aber es wird meistens eh nicht ausgespielt. Da kommen manchmal ein paar Impressionen, aber ja, nicht der Rede wert. So, das war es an sich mit dem Aufbau. Ich gehe auch nicht, also ich hebel auch nicht auf Top of Search oder Product Pages. Das macht nach meiner Ansicht eben ja, gar keinen Sinn in der automatischen Kampagne, denn die automatische Kampagne ist dafür angelegt, dass ich hier wirklich Daten sammle. Also ich steige relativ hoch ein und ich lasse sozusagen das erstmal eine Woche laufen. Das heißt, das nächste Video kommt dann wahrscheinlich in einer Woche, wo wir das erste Mal diese Daten auswerten werden. So, das heißt, da kannst du schon mal gespannt sein. Und ich erhoffe mir natürlich jetzt dadurch, dass ich jetzt, ja, es ist jetzt Mitte November, das Q4 steht vor der Tür, jetzt kommt der ganze Traffic rein. Das heißt, sei gespannt, was ich jetzt für Daten bekomme. Das werde ich zusammen mit dir auswerten. Dann können wir zusammen entscheiden, okay, starte ich vielleicht schon mal eine manuelle Kampagne. So, meine Gedanken dazu, du kannst deine Gedanken jederzeit unten mit in den Kommentaren schreiben. Ich habe bis jetzt auf jede Nachricht geantwortet und das werde ich auch weiter so beibehalten. Ansonsten, wir können auch weiterhin noch in der Facebook-Gruppe Invest and Grow Community können wir uns auch darüber unterhalten. Falls du noch nicht kennst, die ist auch unten in der Videobeschreibung. Und genau, also es soll wirklich so ein, ja, so eine Videoreihe werden, wo du extrem einen Mehrwert hast, hoffe ich, für dich, dass du etwas draus ziehst. Natürlich werde ich dir die Designs nicht zeigen oder die Nische verraten, sondern es geht allgemein um das Workaround, ja, das, was ich jetzt hier an Geboten nehme, für diese Nische, das ist meine Erfahrung.
Ja, das kann auch für eine andere Nische viel zu hoch sein oder viel zu niedrig. Je nachdem, in welchem Preissegment sich eben diese Nische auch so ein bisschen befindet. Ja, das kannst du nicht, du kannst nicht diese Schablone nehmen und überall drauflegen und hoffen, dass es da überall passt, sondern du musst auch ein bisschen Erfahrung machen. Und Amazon PPC lebt auch sehr stark davon, dass du hier wirklich Erfahrung machst, dass du Daten einkaufst über die Zeit. Deswegen scheu dich nicht, auch wirklich Geld anzufassen und auch zu investieren. Gerade am Anfang verbrennst du sehr schnell Geld, aber hör auf, gerade jetzt im Q4 viel anzupassen, sondern ziehst durch, zieh deine Rückschlüsse, aber achte ganz genau auf deine Ausgaben. Das heißt, ja, aber darauf gehen wir später nochmal ein bisschen näher ein. Wie gesagt, in der Case Study, ich möchte jetzt nicht so viel vorweggreifen. Ich habe natürlich schon richtig viele Sachen im Kopf, die ich dir erklären möchte, aber dazu später mehr. Abonniere, wie gesagt, gern meinen Kanal, falls du jetzt meinen Content magst, oder gib mir ein Like auf das Video, falls du mich unterstützen möchtest. Ansonsten starte ich jetzt die Kampagne. Zack. Und damit beginnt die Case Study. Oh, ich habe es natürlich falsch geschrieben. Das werde ich gleich noch anpassen. Tut mir leid. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir gute Verkäufe und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke. Tschüss.